ihre eigenen kämpferischen Lieder hatten auch die Proletarierkinder. Das folgende Lied entstand in einem Kinderheim der Roten Hilfe in Worpswede. Die Rote Hilfe war eine Solidaritätsorganisation der deutschen Arbeiter, die sich das Ziel stellte, die Angehörigen der Verhafteten, der Streikenden, der Ermordeten zu unterstützen. Besonders kümmerte sich die Rote Hilfe um die Kinder der revolutionären Kämpfer. Das Barkenhoff-Abendlied, von einem fortschrittlichen Lehrer geschrieben, lässt diesen Geist spüren.